Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von... Herzlich willkommen zu, Minecraft. Na, let's play together Minecraft, whatever. Wir haben den Namen nochmal überarbeitet. Ich hoffe, es hört sich besser an. Vielleicht greift man auf eurer Stimme, ich habe ja keinen Inventarplatz mehr. Ist das? Du böser Wicht. Wo bist du ungefähr? Ich bin auf einer Wiese. In der Wüste, oder... Nein, ich bin in einer ganz anderen Wiese, hier sind viele Birken, irgendwo ist hier auch eine Wüste. Oh, hier ist auch, oh. Ich bin auch bei ganz vielen Birken, Heißspinne. Ja, Heißskelett. Gut, also ich habe ein Haus, was man eigentlich sehen könnte. Ach, weil nein. Es ist kein großes Haus, es ist halt ein kleines Haus. Er hat wieder Häuser gebaut, Leute. Eigentlich dürfte ich gar nicht meckern. Ich erinnere nur an mein Whatever-Haus. Ja. Sah wunderschön aus. Mein Whatever-Haus sah wunderschön aus. Guck, man kann richtig viele Reime machen. Ja. Der Name ist gut. Naja. Let's play together Minecraft Whatever. Also... ich bin so kreativ. Ja, boah, also huh. So. Oh, diese Bäume sind wunderschön. Kannst du Regen ausstellen? Ja, aber dann... Oh, ist weg. Aufgehört. Ach, ja. Wenn du mich OP machst, kann ich das auch machen. Ja. Ich bin selber noch nicht mal OP. Oder? Keine Ahnung. Hast du eingestellt, letzte Folge? Ah. Oh, okay. Ich habe einen Ort gefunden, wo ich hingehen werde. Zu wissen. Ich weiß. Ja, das finde ich gut. Ja, ich weiß. Zu wissen. Mhm. Ja. Geht mir genauso. Mir auch. Oh, okay. Ich werde schon mal ein unterirdisches Haus haben, so wie es aussieht. Das hört sich doch gut an. Ja, ich weiß. Ich mag's, wenn es unterirdisch ist. Genauso wie mein Humor. Das war sogar wahr. Alter, das war gut. Wenn ich bitten darf. Nee. Wirklich nicht? Nee. Weil ich behaupte nicht, dass meine immer besser wären, aber dein war auch nicht gut. Das ist wundervoll. So, erstmal schön Schafe bauen. Mist, ich komme nicht mehr hoch. So, aber ich finde mein Haus schön. Gott, ich habe Angst. Meine Häuser sind immer schön, also sag nichts. Okay. Vertraut ihm nicht. Nein, das ist eine Lüge. Wunderschön. Ich finde es jetzt schon so echt super. Und ich muss gerade erstmal überlegen, was ich für Scheiße brauche, aber okay. Ich habe eine Idee. So. Zack. Nein. Kann man irgendwie platte Erde machen? Ja, kann man. Sowas. Geh mit der Schaufel drauf. Nein, nicht so eine platte Erde. Ich meine jetzt sozusagen nur einen halben Stick. Also eine halbe Erde. Kann man nicht. Dann mach ich was anderes. So. Wo ist es? Da ist es. Das wollte ich machen. Nein, ich wollte nicht, dass das scheiße. Nein. Zack, zack. So, dahin. Oh, es hat sogar gepasst. Und das wollte ich machen. Ich finde so. Gut. Zack und zack. Oh, sieht sogar gut aus, halbwegs. Ich glaube, es ist. Also, ich brauche jetzt gerade ein Haus. Eher unterirdisch, ja. Okay. So, jetzt brauche ich erstmal eine Kiste. Weil ich etwas zu viel Verbrauch habe hier und zu viel Items habe. Es könnte an den 3 Sticks Kohle liegen, aber. Für? Du brauchst nicht eine Kiste? Mehr als 3 Sticks Kohle. Kiste? Kiste baue ich gerade. Okay, das ist vielleicht etwas zu laut. Das Bandschrott nach. Kiste? Kiste? Was ist Kiste? Aber das ergibt noch nicht mal richtig Sinn. Doch.
Ja, gut, okay, darum ging es ja um Seife, aber trotzdem, das kann man ja mit allem verwenden. Niveau, Niveau, was ist Niveau? Ja, genau. Im Ha. Fall trifft das sogar zu. Dankeschön. Kein Problem, immer wieder Du gerne. redest mit mir, ich will nur. So, du musst weg. Ich baue die Workbench mit dem, mit der. Hä? Okay, warte, ich muss kurz. Tour weg. Zack, zack. Dort. Nein! Nicht austappen. So. Oh Gott. So, genau. Es sieht sogar halbwegs versteckt aus. Halbwegs versteckt. Okay, wenn du meinst. So, dafür habe ich ja Fackeln. So. Willst du, dass niemand dein Haus sieht? Oder naja, in dem Fall ist ja gar kein Haus, sondern Bunker. Naja, es wird noch alles gut. Es wird noch alles gut. Ich bin gerade nur hier am Arbeiten. Es muss ja nicht sein, dass jemand sieht. Ich will es aber nur gerade eben. Ich mag es unter Erde zu bauen, weil man dann nicht so super schrecklich bauen kann. Doch. Ey. Nur mit TNT. Ja, Host. Ich erinnere nur an dich, aber okay. Ich habe recht wenig mit TNT gemacht am Anfang. Ja, und das ist das Problem. Du arbeitest, du machst viel zu viel TNT. Ich sag Das gerade, ich arbeite zerstört. recht wenig mit TNT und sagst, du benutzt Nee. zu viel TNT. Na, du benutzt halt wirklich zu viel TNT zwischendurch. Ja, wenn ich TNT habe, dann benutze ich es natürlich Ja, auch. was sollst du nicht machen? Ja, wenn ich es darf. Aber trotzdem, das heißt nicht, dass du es machen musst. Weil dadurch machst du alles kaputt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Nicht vielleicht, nicht vielleicht, vielleicht auch nicht, du machst alles kaputt. Vielleicht, Das vielleicht sieht auch nicht. schrecklich aus, wenn du TNT benutzt. Das weiß man nicht. Doch, weiß man. Das hat man oft genug schon gesehen. Nicht? Jetzt bräuchte nur so eine Hacken, so ein Ich hab Hackenrohr. recht. Oh nö, das ist ja Glas. Da ist Glas? Glas. Oh. Okay. So. Ich weiß jetzt schon, dass es wunderschön hässlich wird. Das weißt du nicht. Vielleicht habe ich eben Nee, nicht. nicht deins, meins. Ach so, ja, da. Das ist kompliziert bei dir. Ja. Ist eigentlich eine recht coole Idee, was ich habe, aber ich glaube nicht, dass ich es gut umsetzen werde. Ja, seine Meinung. Dankeschön. Du hast gerade direkt mein ein Kompliment gemacht, was dazu, was ich mache. Ich weiß. Finde ich voll nett von dir. Ich weiß. Du zeigst Menschlichkeit, die du eigentlich nie besitzt, aber du zeigst sie. Ich weiß. Mein Fall. Ich weiß. So, So. mit meiner Hacke. Benutzt du ganz viel Hack? Nö, ich brauche eine neue Kiste. Ich wollte keine neue Kiste gebrauchen. Ah, du musst in die Kiste. Das war ja gerade unterirdisch. Wie mein Humor. Ja, genau, den meinte ich ja. Ja, das ist es ja. Das ist gut daran. Scheiße, wie macht man das nochmal? Gar nicht. Also. Spitzhacke brauche ich auch nicht mehr. Okay, wenn du meinst. Ja, ich meine. Finde ich gut. Ja, ich finde es auch gut. Ja, ich mag Musik. Ich liebe Musik. Musik ist Musik toll. ist Musik, Musik ist Musik. Musik ist Musik in meinen Ohren. Ja. Oh Gott, Hilfe. Ha, ich glaube, es wird schon wieder so ein hübscher Keller. Wie in Marco, whatever. Na, nee, nicht ganz. Heute reimt sich alles. Es wird ein hübscher Keller wie in Minecraft Forever. Das ist ja das Prinzip! So, ah. Es ist ja wichtig, dass sich alles reimt. Ich will Oh, ja Rapper werden, ich möchte ja Attel Konkurrenz machen. okay. Und Was wollt ihr mir noch fragen? mein großes Vorbild ist Leon. Also Auch die der, ja. Schere. Und Aphorette. Das sind meine großen Vorbilder. Leon, die Schere.
Aber wieso nennt man sich so, wenn er wirklich einen komplett anderen Namen Man hat? weiß es nicht. Simon Desue heißt auch nicht Simon Desue. Also. Ja, gut, okay. Ich. Man möchte auch nicht so heißen, aber er heißt nicht so. Ich hasse Blümchen. Ich hasse Blümchen, wenn sie einfach im Inventar sind. Wozu braucht man die? Ich habe einen Dandelion. Um einen Blümchen-Song zu machen. Ein Dandelion. Ist das schön, ist ein schöner Name. Ja, und ich habe einen Poppy. Oh, das ist ein Poppy? Das ist auf Englisch, ja. Oder? Ja, wurde ein Exglas. Ist Englisch. Oder ist es einfach nur deutsches Englisch? Recht unwahrscheinlich. Es würde dann wie heißen? Was? Wurdenglas? Holzglas? Ich gib's auf. Hä? Hä? Was ist hä? Ja, das wird so. Mal schauen, ob wir uns irgendwann mal wieder finden. Ich frag mich halt wirklich, wo du bist. Ich sollte mein Bett bauen, bevor ich sterbe und dann spawn ich am Arsch der Welt. Du bist Hobbygärtner, wie schön. Ja, endlich hat er ein Hobby gefunden, was er auch ausüben kann. Gärtner. Ich fühle mich begärtnert. Ich fühle mich begehrt. Oh Gott. Und mein Garten ist echt überirdisch. Wörtwörtlich. Okay, ich hab mir einen hübschen Ort ausgesucht, aber jetzt brauche ich noch. Mein Ort ist auch hübsch und hier gibt es echt viele Tiere. Ja, mir fehlen Schafe. Ich habe hier Hühnchen und Kühe, das aber keine ich auch Schafe. Überhaupt nicht scharf. Ja. Nein. Alter, das tut weh. Tust weh. Wegen dir habe ich alles verloren. Stimmt. Trau dir nie wieder bei irgendwas. Du bist einfach nur in TNT reingesprungen, ist mir ernsthaft. Du bist einfach in TNT reingesprungen. Also ich hab ja, sehr gut, dank dir habe ich 3 Diamanten gefunden, also ich weiß nicht. Ich hab 4 Diamanten. Ja, ich musste mir keine Mühe geben, also daher. Alles gut. Ich muss mir auch keine Mühe geben. Musik. Ist ganz schön viel Musik in meinen Ohren. Oh. Hi. Pow. Schön, dass Sie da waren. Das war, ja, hilfreich von Ihnen. Beehren Sie uns gerne wieder. Wollt ihr vielleicht Schafe werden? Also, es wäre sehr liebevoll, würdet ihr Schafe sein. Schafe sind sehr scharf. Oh Gott, das ist schrecklich. So. Wo ist denn bitte... Da hinten, stimmt er. Hier, hübscher Ort. Zack. Ist ja ganz schön gut versteckt. So. Du kommst da rein. Das. Oh, ich hab sogar noch ganz viel Chicken. Chicken mit Fluggets. Ich bin ganz deiner Meinung. Chicken mit Fluggets? Ja. Chicken McFluggets sind gut für die Umwelt. Genau. Ja. Ich finde es geil, wenn man einfach in so ein paar Sekunden so eine ganze Hühnerbrust isst. Ja. Das macht Sinn, oder? Also, man funkt dann so eine ganze Hühnerbrust weg. Also müsste der Charakter nicht eigentlich wirklich ziemlich, also... Fett sein? Ja, ich meine, ich habe 14 Steaks, ja? 1, 2, ich esse jetzt gerade ein Steak 4, auf. 6. So. Ja. Und es gibt eine neue Lebenskraft. Ist doch schön. Mhm. Neue Lebenskraft ist auch immer gut. Ja. Oder? Ah, ich weiß noch früher unser Projekt, wo ich den Bunker gebaut hatte und du deine U-Bahn gebaut hattest. Das war so cool. Ich habe meinen Bunker geliebt. Ich habe meine U-Bahn auch geliebt, auch wenn sie nicht ganz. Lüge, du hast sie weggesprengt. Das war ein kontrolliertes Sprengmann. Wer hat das kontrolliert? Das war eine überirdische Macht. Mhm. Wie hieß diese überirdische Macht? Das ist geheim. Top Secret. Die CIA. Hat es vertuscht. Ah, genau. Ja. Das war nämlich eine U-Bahn, die zum Schutz der Geheimdienste. Ja, das darf aber niemand wissen. Das, ne? Also. Du erzählst jetzt gerade nur zu Menschen, die eh nicht zuschauen werden, aber eh nicht zuschauen ja. werden. Das ist dir klar? Möglich.
So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Woo! Ich hab einen viereckigen Raum. Kann man Glastreppen bauen? Nein. Das war auch mal eine coole Idee. Ja. Also, Mojang, Mojang. Mach das, Glastreppen. Was denn? Ich hab aus Versehen etwas gemacht. Oh, etwas? Also das etwas oder etwas? Nee, das eine etwas, nicht das andere etwas. Und wirklich das eine etwas und nicht das andere etwas? Finde ich schade, das ist das andere etwas. Hm. Ich brauche mehr Sand. Wieso? Weil ich etwas Sandiges machen möchte. Ich habe ein sandiges Abenteuer vor mir. Aber wenn das so sandig ist, wie ist es denn sandig? Weil die Sandigkeit ist, der Sandigkeit ein bisschen sandiger ist als das andere sandig. Aber Sand ist doch Sand. Und wie kann Sand kein Sand sein, wenn es Sand ist? Sand? Was ist Sand? Sand ist das, was du in deinem Kopf hast. Nur. Aha. Sand? Scheiße, Zombie. Weißt du was, das Leute? Zwischendurch habe ich ja das Problem mit den Minecraft-Folgen, dass es total langweilig ist, dass ich auf die Zeit schaue und hoffe, dass sie immer vorbeigehen. Aber gerade eben macht es übertrieben viel Spaß. Also ich kann viel reden, es sind schon 16 Minuten vergangen. Und mein Haus gefällt mir. Das ist das Wichtigste. Ja, endlich. Ich hoffe mal, dass es kein Schandfleck für die Umwelt ist, aber bestimmt. Es ist schöner als deins, weil du nämlich gar keins hast. Noch nicht, ich baue gerade erstmal unten, damit... Noch nicht. Meins kommt noch. Nein, es kommt. Mhm, genau. Das sagen sie alle und dann sind sie schwanger. Mir fällt gerade mal auf, ich hatte früher so eine Welt, in dem ich einen Turm aus Lapis Lazuli gebaut habe, bis zum Ende der, also halt aus dem blauen Material, bis zum Ende der Welt, also bis nach ganz oben. Und ich habe so sehr an diesem Teil gehangen, dass ich niemals meinen PC ändern wollte, weil ich die Welt nicht verlieren wollte. Du hast dich an diesem Teil erhangen? Ja. Ja. Wenigstens versteht mich einer richtig. Oh mein Gott, da ist Eisen. Oh mein Gott, Eisen. Eisen? Eisen? Oh, hier ist sogar Kohle. Geld. Ja, hier gibt's aber kein Geld. Aber Kohle. Oder tue ich etwas? Da Kohle können wir gerne reden. Also Kohle habe ich ganz viel. Ja, dafür habe ich mehr. Mann, genau. Diese Skelette, die sind mehr. Ja, Skelette sind sehr übertrieben stark. Ich hole mir einen Eisengolem. Ein Eisengolem bringt dir gar nichts. Doch, Eisengolem sind gut. Aber die bringen dir nichts. Doch, natürlich. Die machen gute Arbeit. Was arbeiten die denn? Wirtschaft. Mhm. Die haben Wirtschaft studiert. Natürlich haben die das. Ja, das ist alles vom Finanzamt. Der Eisengolem-Gesellschaft. Genau. Der Eisengolem-Gesellschaft. Das Finanzamt der Eisengolem-Gesellschaft Kurdistan. Genau. Was auch immer die damit zu tun. Was nicht, Kim, was nicht. Weiße Wolle, Knochen. Niemals. Weiße Wolle. Ist genau wie schwarze Wolle, hat bloß eine andere Farbe. Das hast du erst gerade mein Weltbild. Ja, das tut mir überhaupt gar nicht leid. Du bist ganz schön rassistisch. Rassismus? Das ist Rassismus. Das, was du machst. Oh nö, jetzt habe ich wieder keinen. Ach, Scheiße. Oh nein, das ist schon mal so lange. Geh auf Inventur. Du gehst auf Inventur? Ich habe gar keine Axt. Wie sollst du Axt haben? Ich habe Axt, ich habe sehr viel Axt. Ich finde es irgendwie voll lustig, würde es einfach in verschiedenen Regionen hier, einfach in Minecraft, wenn es zum Beispiel bei mir Tag ist, dann könnte es bei dir irgendwie Nacht sein. Das wäre irgendwie voll cool. Aber es ist mit Regen ist es ja zum Beispiel so. Also das ist ja. Mit was? Na, wenn es bei dir regnet, riecht es. Warte, das war. Ja, aber manchmal ist es Sandbiom so. In Sandbiom regnet es nicht. Scheiße, diese verkackte Scheißspinne, wer braucht die eigentlich überhaupt? Hier, nimm das. Spider-Man brauchst du, um Spider-Man zu werden.
Stirb, du Scheiß. Kack. Das ist ganz schön mies von dir, das zu sagen. Scheiß Zombie kommt jetzt auch noch. Noch eine Spinne. Das kann doch niemals einfach sein. Ist aber. Am Arsch ist das einfach. Aber es ist auf einfach gestellt. Ich habe auch auf einfach gestellt. Also. Nur weil ich habe mein Bett noch nicht gesetzt. Ich auch noch nicht, weil ich keine Schafe habe. Du kannst ganz viele Spinnen töten, damit dann bekommst du Seide und aus der Seide kannst du Wolle machen. Verstanden. 1, 2, 3, 4. Jetzt schnell in mein Haus, bevor der Creeper kommt. Ach, okay, ich bin gerettet. Der ist ganz schön creepy. Bei mir kann niemand ins. Bei mir kann niemand runter. Ja gut, bei mir kann niemand rein. So, das ist ja nichts Neues. Wozu brauchen wir nochmal Eisentüren? Was? Wozu brauchen wir nochmal Eisentüren? Die kann man mit, halt, mit dem Schalter öffnen. Wozu braucht man die? Gar nicht. Ah, gut. Also, was erwartest du von mir? Vieles. Also? Okay, ich kann jetzt 8 Holzkohle machen, das ist gut. Ist doch schön. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt erst? Nee, warte, kann ich das nicht einfach umgekehrt machen? So hier. Okay. Warte, die Türen müssen nach innen öffnen, Leute. Stimmt ja, da war was. Ja, die müssen doch nicht nach. Ja, doch, müssen sie. So, als nächstes mache ich. Ein. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass das irgendwo ein Skelett ist. Aber es ist wahrscheinlich direkt über mir. Bitte Tag, werde Tag. Wieso das denn? Tag ist besser als Nacht. Genau wie Berlin Tag und Nacht. Davon ist da ist nichts gut. Das stimmt, vielleicht sogar. Noch nicht mal viel leichter stimmt sogar. Berlin Tag und Nacht ist davon ekelhaft. Da gebe ich dir recht. Oder auch Köln, was auch immer. Köln 50, 8, 7, 6 oder so. Ich kenne mich mit Köln leider nicht so aus. Verrückt, oder? Nicht. Okay, das war komisch. So, ich geh mal nach draußen. Willst du halt die aktuellen Nachrichten hören? Nein. Nicht? Okay. Oh, ich sehe gerade den Sonnenuntergang, wie schön. Oh, wow. Das war eine Spinne. 1944 vergrub ein KZ-Insasse eine wichtige Nachricht in der Erde. Ich bin ein Mensch. Was gibt's noch? IKEA hat ein neues Produkt vorgestellt, das euren Alltag radikal verändern könnte. Rattengift? Also radikal. Nicht gut? Nee. Gar nicht gut. Passiert halt mal. Wie Martin Schulz. Was hast du gegen Martin Schulz? Ist er nicht sogar abgetreten jetzt? Ja doch. Also er wird spätestens tun. Ich meine, am Anfang 100% und View runter, niemand will ihn mehr haben. Naja. Hat er das nicht schon gemacht? Ist nicht sogar ab. Also. Ja, Andrea Nahles. Andrea Nahl? Nein, Sarah Nahles, Andrea Nahles, irgendwie sowas. Das ist ganz rassistisch. Nein. Sicher? Du bist rassistisch. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Von wem denn? Von der wissenschaftlichen Abteilung für Soziologie. Wissenschaftlichkeit. Die wissenschaftliche Abteilung für Wissenschaftlichkeit, genau. Die hat das entschieden. Da gibt es nämlich die Tanja aus der Finanzabteilung. Die hat gesagt, der ist nicht gut. Ja. Weißt du, was du der Tanja sagen kannst? Was kann ich denn Tanja sagen? Dass sie kein guter Mensch ist. Aber die Tanja aus der Finanzabteilung hat gesagt, dass sie die Tanja aus der Finanzabteilung ist. Das ist ein Punkt. Ja. Ich enttäusche dich ja nur ungern, aber Tanja ist wirklich sehr deprimiert gerade und das ist echt nicht gut. Wegen was denn?
Naja, wegen neulich, du weißt schon. Dieser eine Schlag ins Gesicht? Ja, das... Oh, mir fällt gerade auf 24 Minuten. Gut, dankeschön Leute fürs Zuschauen. Und wie es mit Tanja weitergeht und was ihr noch passiert ist, im nächsten Part. Ciao.